Liebesbrief vom Finanzamt. Software Engineering. Ukraine wird Meister, wir schaffen das schon. Oh nein, die Ulrike ist weg. Heute habe ich mir richtig eine am Schädel, um unglücklich zu sein. Ach, die Halbgötter. Ja, weiß jetzt ja lieb. So, und dann spricht Srila Prabhupada in der Erläuterung sehr schön über Krishnas Glück und Leid. Und dass das beides auch für ihn anders ist als für uns. Eine bedingte Seele möchte immer Glück erleben und Leid vermeiden. Jeder wacht morgens auf und denkt, heute ein neuer Tag, um glücklich zu sein. Ja, ich gehe schön auf die Arbeit und Software Engineering. Alles super, toll. Genießen. Ja. Dann komme ich nach Hause. Die EM hat angefangen. Ukraine wird Meister. Wir schaffen das schon. Wir spielen auch mit. Und die Deutschen denken auf keinen Fall, wir werden Meister. Die Italiener, oh, wir werden Meister. Jeder, ne? Oh, Glück, Glück, wo ist das Glück? Keiner wacht morgens auf und denkt, na, heute habe ich mir richtig eine am Schädel, um unglücklich zu sein. Ich gehe mal gleich ins Badezimmer und ja, tu mir irgendwas an. Ne? Jeder will glücklich sein, ganz natürlich. Ein Mann sucht eine schöne Frau. Er findet sie, kommt mit ihr zusammen, sie sagt, ja, okay, heiraten, alles schön und gut. Sie sind super glücklich, sie lieben sich, alles ist toll. Und eines Tages ist die Frau weg, liegt nur ein Brief auf dem Tisch, sagt, ich habe es mir anders überlegt. Ich mag dich nicht mehr. Ne? Gestern hab dich noch geliebt, aber heute ist irgendwie verflogen. Ne? Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Da gibt es so ein Lied, vielleicht in den 50er Jahren. Ja, das kommt und geht von einem zum anderen. Ne? So. Und der Mann ist total frustriert. Oh nein, die Ulrike ist weg. Wo ist die Ulrike? Und er weint und weint und er glaubt nicht, was passiert ist. Ja? Die Ulrike, ich liebe dich doch so sehr. Ja, wie der eine König Purura war im Bhagavatam, der hat das schönste Mädchen gehabt, himmlisch Urvashi. Ja, Urvashi, das ist auch eine interessante Geschichte. Einst war Nadanarayan Rishi, der lebt ja in den Himalayas. Er hat sich schrecklich Entsagung oder sehr, sehr, sehr starke Entsagung auferlegt. Und einer wird dann natürlich immer sehr vorsichtig, wenn das passiert, und das ist Indra. Weil Indra weiß, wenn jemand sich zu viel Entsagung auferlegt, dann wackelt mein Thron. Das sägt jemand an meinem Thron. So, und dann schickt er natürlich immer ein paar himmlische Mädchen. Und er wusste, aber dieser Nadanarayan Rishi, also diese beiden eigentlich, die sind sehr, sehr, sehr mächtig. Und da hat er gleich ein paar himmlische Mädchen geschickt, zusammen mit Kamadev. Zusammen mit Kamadev. Amor. Ne? Amor. Kamadev. Dann kann keiner widerstehen. Und sie wollten natürlich Narayan Rishi verführen. Beide. Und als Narayan in der Situation sah, diese wunderschönen himmlischen Mädchen, als er die sah, und Kamadev hat ihm auch einen Pfeil ins Herz geschossen, wollte ihm ein Herz schießen, hat er gesehen, das hat er sie bemerkt und einfach nur ein bisschen gelächelt. Ach, die Halbgötter. Ja, mei, seid sehr lieb, sagt man in Bayern. Und die so, oh, lieb. Schöner Versuch, aber no chance. Jeder Rishi wäre gefallen. Sogar Vishwamitra ist gefallen, als Menaka kam. Da kann sich kein Mensch widersetzen, dieser Macht von Kamadev. Aber er hat kein Problem damit gehabt. Und als Kamadev mit seinen Heerscharen dieser Apsaras gesehen hat, dass ihr Trick nicht funktioniert, ihre Illusion nicht funktioniert, wurden sie sehr, wie soll man sagen, beschämt. Und auch diese himmlischen Mädchen waren sehr beschämt. Oh, sorry, okay. Wir sind durchschaut. Ne? Wir sind durchschaut. Ne? Und Narayan Rishi hat ihre Entschuldigung und Gebete akzeptiert und dann gezeigt, was seine wahre Macht ist und einfach aus sich selbst heraus Tausende und Tausende und Tausende viel schönere himmlische Mädchen manifestiert. Sodass diese himmlischen Mädchen von Indra alle ausgesehen haben wie halt nicht so schön. Also Durchschnitts himmlische Mädchen. So. Die waren also, oh, oh, wir sind eigentlich total hässlich, ja, im Vergleich zu denen. Und dann hat Narayan Rishi gesagt, okay,
Sucht euch eine aus und nehmt sie zu den himmlischen Welten und sie soll euch da dienen. Und so haben sie eine ausgesucht, das ist Urvashi. Also Urvashi nahm sie mit und sie ist deshalb die liebste Apsara am Hof von Indra. Die schönste. Und einst wurde sie verflucht, sich zu verlieben in einen Mann auf der Erde, was eigentlich ein Fluch ist. Und so hat sie sich in Pururara verliebt. Der war natürlich sehr, sehr glücklich. Ich meine, das war im Satya Yuga, der war schon nicht wie die Männer heutzutage. Also da kann eine Apsara schon mal schwach werden, so ein Held und so weiter. Aber trotzdem ein Mensch. Und er war natürlich überglücklich, Urvashi als seine Frau zu haben. Und das ist eine lange Geschichte und sie hat ihn dann auch verlassen. Und sein Leid war schrecklich. Und er fiel so in dieses, wie sagt man, Tal des Leids, weil er halt so verliebt war, weil er sich so angehaftet war. Und so ist das schrecklich. Wer mag das schon? Kommst du nach Hause, hallo Schatzi, ich bin zu Hause. Und liegt ein Tisch auf dem Tisch. Ein Brief auf dem Tisch. Oh nein. Sind alle, oh nein, keine Briefe mehr. Normal fürchten wir nur die Briefe im Briefkasten, ne, vom Finanzamt. Jetzt fürchten wir auch schon die einparfümierten Briefe. So ein Parfüm auf Herzchen und so. Ja, stell dir vor, das Finanzamt schickt dir solche Briefe. Ja, mit Liebesbrief vom Finanzamt. Ich glaube, so nenne ich diese Lecture, das Video. Liebesbrief vom Finanzamt. So Leid ist schrecklich, solch schreckliches Leid, Verlust. Und hier sagt Prabhupada, dass das sogar auf der höchsten spirituellen Ebene gibt. Denn Krishna hat Vrindavan verlassen. Und die Devotees in Vrindavan, speziell die Gopis, haben geklagt. Aber Prabhupada sagt, nein, das darf man nicht verwechseln. Das ist auch spirituelle Freude. Das ist eins. Ob Krishna mit ihnen zusammen ist oder nicht da ist, es ist beides spirituell. Es ist ein anderer Geschmack, könnte man sagen, an spiritueller Freude, aber es ist dennoch spirituell, weil es kann ja nicht sein, dass die Devotees in Vrindavan leiden. Und es gibt kein größeres Leid in der Hinsicht, als von Krishna getrennt zu sein, für jemanden, der Krishna liebt. Das ist natürlich. Aber es heißt, das äußert sich, eigentlich ist, er wird das erfahren als die größte Freude, wenn das passiert. Weil in der Abwesenheit die Meditation über Krishna oder die Trennung noch intensivere Gefühle produziert. Und so heißt es, dass dieser Trennungsschmerz ist die höchste transzendentale Freude und Glückseligkeit. Vipra Lamba Rasa heißt das. Vipra Lamba, Trennung, und Rasa ist Geschmack. Der Geschmack in der Trennung zu Krishna, von Krishna. Und Chaitanya Mahaprabhu hat das im Besonderen, man könnte sagen, erfahren oder genossen. Speziell in Jagannath Puri, das ja ein ganzer Ort ist, der eigentlich dieser Trennung gewidmet ist. Und das wird speziell angewandt im Ratha Yatra, wo die Gopis eigentlich Krishna sehen und ihn wieder zurückbringen wollen nach Vrindavan. Und darum sagt Bhaktivinoda Thakur, der heiligste aller Orte ist Kurukshetra. Weil in Kurukshetra trafen die Gopis auf Krishna nach langer Abwesenheit und sahen ihn endlich wieder. Und waren natürlich sehr glücklich, aber auch unglücklich, weil es war nicht mehr der gleiche Krishna. Das heißt, sogar wenn sie ihn mit nach Vrindavan genommen hätten, klar, wenn sich Krishna wieder angepasst hätte und seinen königlichen Status aufgegeben hätte, wäre es okay gewesen. Aber in der Situation war es inakzeptabel, weil es war nicht mehr der gleiche Krishna. Dann sagen sie, oh, nun hast du eine Krone und ein Schwert und eine Rüstung und Soldaten und Armeen und du bist nicht mehr der Kuhhirtenjunge, den wir damals kannten. Und so war eigentlich ihr Trennungsschmerz noch intensiver. Sie stehen vor Krishna, endlich, aber gleichzeitig ist er eigentlich unerreichbar. Und deshalb sagt Bhaktivinoda Thakur, das ist der heiligste aller Orte, weil dort die transzendentale Glückseligkeit am höchsten war, am intensivsten war. Weil die Liebe der Gopis zu Krishna in dieser Situation, an diesem Ort, noch viel höher war. So, und all das ist, wie gesagt, transzendental, spirituell. Und da sieht man, dass in Krishna diese Dualitäten und Widersprüche auch transzendiert werden. Die halt in der materiellen Welt als Dualitäten verstanden werden.